Hallo Welt, da. Und da stehe ich nun ohne Staubwedel. Genau, da stehen wir wieder. Hier ohne Staubwedel. Ja, wir sind hier in Hesters Haus als Electronics. Die scheinen wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Denn wir suchen Federn und wir suchen auch Kupfer. Vor allem suchen wir Kupfer. Kupfer brauchen wir ordentlich, genau. Kleber brauchen wir auch noch. Günstigen Wunderkleber haben wir schon dort gefunden. Hier ist ein Kühlmittel. Kupfer finden wir vor allem in Glühbirnen zum Beispiel. Aber ich glaube, wir werden hier noch einiges finden an Kupfer. Oh, hier hätten wir eine Rüstungswerkbank. Ein verstellbarer Schraubenschlüssel für, ich glaube, Schrauben. Ist das schmutzig? Wem auch immer dieser Ort gehört, er sollte sich was schämen. Fürchterlich, oder? Curry, ich finde auch. Da, eine Sicherung. Eine Militärplatine. Und hier haben wir Aggressotron-Schaltplatte. Schaltplatte, Militärstandard und Aluminium. Brauchen wir? Aluminium brauchen wir nicht unbedingt, meine ich. Ist das schmutzig? Wem auch immer dieser Ort gehört, er sollte sich was schämen. Ganz genau, Curry. Moment, hast du dich wiederholt? Komm, wir gucken mal, was da unten noch ist. Ja, hier könnte man sich aber auch sehr schön niederlassen. Superkleber, yippie. Kein Kupfer bis jetzt. Dieser Ort ist sehr beunruhigend. Oh, Curie, du bist ja richtig gesprächig jetzt. Das finde ich aber gut. Ja. Genau. Oh, wer hat den hier reingesteckt? Was ist das? Ach, Curie bastelt irgendwo. Ja, sie sammelt ja auch immer Sachen. Vielleicht verbessert sie hier gerade irgendwelche Sachen für sich. Ach, wir werden doch hier ein wenig... Vorsicht! Wir werden doch hier ein wenig Kupfer finden. Ja, ein Telefon. Da ist doch bestimmt schon mal Kupfer drin. Aluminium. Wofür suchen wir das? Wir suchen das, weil wir das Injektorgewehr gefunden haben und das verbessern wollen. Also, gefunden ist übertrieben. Wir haben es einem Verkäufer abgenommen. Abgenommen ist auch wieder übertrieben. Wir haben es einem Verkäufer abgekauft. So. Ach, das lassen wir hier mal stehen. Keramik oder sowas brauchen wir jetzt, meine ich nicht. Dafür. Und da stehe ich nun ohne Staubwedel. Das gefällt mir. Curie ist so gesprächig jetzt. Ein Schimmer dessen, was sie sich für die Zukunft vorstellten. Traurig. Ja, finde ich auch. Total. Ich fühle mich unwohl. Curie, wenn du sowas sagst, dann bekomme ich eine Gänsehaut hier. Ja, es ist gruselig ein wenig. Reicht das denn nicht schon, was wir jetzt gesammelt haben?
Curie gefällt es auch nicht so gut hier. Ein Roboter von Hesters steht für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Oh, schau mal, ob Sie Wissenschaftsliteratur haben. Oh. Ah. Ja, viel Spaß. Für Haus und Hof. Ihre Familie wird Roboter von Hesters lieben. Also da kommen diese Mr. Handys her, von Hesters eventuell. Oder die sind nur nachgebaut. Ja, ich muss sagen, das habe ich bisher auch noch nicht so wahrgenommen, dass sich Curie hier so einen Zeitungsstand anguckt. Und ja, hier sind verbrannte Wirtschaftsmagazine, also keine Wissenschaftsmagazine. Was bin ich froh, dass die Dinger nicht explodieren. Das wäre es ja auch noch. Ich kann nicht mal sagen, niedlich. Da wir hier doch... Oh, Moment, hier ist doch auch noch einiges drin, was wir brauchen können. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Da haben wir doch hier etwas gesehen, hier drin. Nämlich eine Waffenwerkbank, genau. Da können wir doch mal nachgucken, ob wir schon genug gesammelt haben. Wo haben wir das Ding auf einmal her? Agitiert, verbessert, eine Laserpistole. Ach, wir haben doch die... Wir haben doch die, die... Wie heißen die nochmal? Ich hoffe, du leidest nicht an Allergien. Dieser Ort ist äußerst schmutzig. Ja, die stählerne Bruderschaft, da haben wir doch aus Versehen mal was mitgenommen. Mal gucken, was uns hier jetzt noch fehlt, um hier... Oh, wir können ja... Hey, wir können ja hier ordentlich schon was herstellen. Hey, wir können ja richtig gut schon was herstellen, aber wir haben zu wenig Kupfer, denke ich mal. Sollen wir erstmal ein Visier dran schrauben? Na, dafür fehlt noch was. Kristalle brauchen wir und nukleares Material. 4 von 6, aber die haben wir drüben. Das heißt, wir können rübergehen. Wie heißt der Händler? Slim? Ah, da können wir zu Slim gehen und... Da dann etwas Handel... Handel nicht betreiben. Ich meine, komm, Curie, wir hauen ab. Ich finde das jetzt auch gruselig, nachdem du das gesagt hast. Du hast mich angesteckt. Ach, eine Rüstungswerkbank haben wir hier ja noch. Des Akrobaten-Moment. Wir dürfen hier nichts verbessern, denn... wir haben die Sachen ja nicht dafür gesucht, damit wir jetzt hier unsere Rüstungsteile verbessern. Das könnte eventuell Curie nachher bekommen. Das ist nicht der Ausgang. Das ist nicht der Ausgang. Das ist auch nicht der Ausgang. Ja genau, warum liegt denn hier jemand auf dem Tisch? Und da hinten im Fass? Das ist der Ausgang. Ja, und hier sind schon die... Totenschädel in den Regalen. Wer weiß, was die hier gebaut haben aus ihren Robotern und so. Komm auf zum Theaterviertel. Gucken wir mal bei Slim vorbei. Und schauen mal, was wir aus dem Injektorgewehr schon machen können. Ja, so ziemlich fast alles können wir ja schon bauen. Hallöchen. Bam. Guten Tag. Hallöchen. Ich wollte es nur noch mal hören.
Ja, den gesamten Schrott können wir hier schon mal reinlegen. Und dann haben wir einige Waffen gesehen. Die müssen wir ja auch nicht unbedingt mit uns herumtragen. Warum sind wir immer noch so schwer? Haben wir da wieder irgendwelche Munition oder so etwas eingesammelt? Ja, ich glaube schon. Ja, wir sind ja jetzt nicht zu schwer. Oh, Kampfrüstungsteil, Helm. Aha, wir haben überlegt, ob wir das Curie vielleicht schenken. Mit Lampe dran. Ah ja. Wir können ja erstmal ausprobieren, ob die Lampe überhaupt funktioniert. Aber jetzt sind wir erstmal nicht aus dem Grund hier, sondern weil wir etwas verbessern wollten. Das Injektorgewehr. Ja, hier haben wir genug für das Zielfernrohr schon mal. Wir haben uns für das Aufklärungszielfernrohr entschieden. Markiert Ziele, erhöhte Vergrößerung, überlegene Präzision durch das Visier. Das benötigt allerdings Schaltkreise. 2 Kristalle braucht es 2 und Glasfaseroptik. Bekommen wir alles aus dem Mikroskop. Und wir brauchen die Kamera für Kristalle nochmal. Wir brauchen also 6 Kristalle und Glasfaseroptik und hier sogar noch mehr Glasfaseroptik aus dem biometrischen Scanner. Nukleares Material natürlich. Und wir brauchen den Superkleber 3-mal. Nukleares Material sogar noch ein bisschen mehr. Kann man hier runterscrollen? Nein, wir fertigen an. Wollten wir ja sowieso machen. Und jetzt ist die große Frage, wollen wir hier den Präzisionskolben dran bauen, den ich eigentlich ganz nett finde, oder diesen Rückstoßdämpferkolben, den ich nicht ganz so nett finde? So, der normalerweise ist immer das, was unten ist, das Beste. Aber jetzt muss man sich entscheiden, glaube ich, oder? Denn der Präzisionskolben hat eine überlegene Rückstoßdämpfung und man kann besser zielen mit dem Zielfernrohr. Der Rückstoßdämpferkolben, der hat nur eine außergewöhnliche Rückstoßdämpfung. Überlegen oder außergewöhnlich? Was ist besser? Naja, besseres Zielen mit Zielfernrohr ist ja nicht schlecht. Nochmal, meistens ist unten das Beste. Versuchen wir mal den Präzisionskolben. Kleber brauchen wir 2-mal. Kork brauchen wir 1-mal. Kupfer 3-mal. Schrauben, ja, Schrauben brauchen wir 2-mal. Und wir brauchen 2 Federn. Außerdem brauchen wir noch Gummi. Damit wird schon knapp für unseren Stummellauf. Doch, den schaffen wir noch. Nehmen wir den kurzen Lauf. Das ist der Standardlauf. Wir haben drauf den Stummellauf. Verbesserte Präzision aus der Hüfte. Unterlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Wir bräuchten eine gute Reichweite. Da hätten wir den verlängerten Lauf zum Beispiel. Überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Na, aus der Hüfte wollen wir ja vielleicht nicht schießen. Wir brauchen also für den verlängerten Lauf, da brauchen wir also 2 Schrauben, 2-mal, 3-mal Kupfer und 2-mal Kleber. Das fertigen wir doch einmal an. Ja, damit haben wir die Waffe so verbessert, wie wir es wollten. Wir benennen sie mal um. Wir benennen sie mal um in die Waffe 7. Das ist das Injektor. Scharf. Schützengewehr. Aufklärung. Ja. Und fertig. Nein, fertig. Ich frage mich, was du jetzt gemacht hast. Ach so, Moment mal. Das müssen wir natürlich noch zuweisen.
7. So. Aha. Ja, und damit soll man besser zielen können. Ah, jetzt haben wir keine Munition dafür, Curie. Oh. Laborstation. Passt gerade. Wir brauchen Durstlöscher-Munition, nein. Granaten, nein. Injektor-Munition brauchen wir. Na, was wollen wir? Wir wollen alles davon. Alles mal ausprobieren. Das Beste hatten wir ja damals schon mal rausgefunden. Das war die Klammergriffspritze. Das lähmt nämlich das Ziel für 10 Sekunden. Das ist ziemlich nützlich, gerade am Anfang. Dafür brauchen wir aber Blei, schmutziges Wasser, Teerbeeren, all so etwas. Stahl haben wir seltsamerweise und Stechflüglerstachel haben wir auch. Ja, dann markieren wir das mal für die Suche. Ja, wenn wir jetzt alles davon basteln wollen, dann sind wir ja schon wieder am Looten in nächster Zeit. Wir machen das einmal ganz kurz anders, denn ich meine mich zu erinnern, dass wir Curie auch so eine Waffe gegeben haben. Hey, was willst du? Mal gucken, was du so hast. Machst du mir ein Geschenk? Naja, vielleicht. Ach, du trägst doch nichts mehr. Wir gucken mal, was für Munition du bei dir trägst. Haha, Hilfsmittel! Gefarol-Spritze, Hasenfußspritze, Nebelgeißspritze und Pax-Spritze. Sie hat nichts verwendet davon. Gefarol-Spritze senkt die Schadensresistenz des Ziels 2 Minuten lang um 25%. Die Hasenfußspritze lässt das Ziel flüchten. Nebelgeist-Spritze, das Ziel glaubt, der Spieler sei verschwunden und hat für 30 Sekunden eine geringere Chance, dich zu entdecken. Und jetzt das Beste, die Pax, nein, das Beste? Warum hat sie 2 davon? Die Pax-Spritze, sie beruhigt das Ziel für 30 Sekunden. Curie, wir nehmen dir diesmal alles. Du hast damit leider nicht gespielt. Hattest keinen Spaß daran. Wo hast du die Mini-Atombombe wieder her? Das ist ziemlich gefährlich mit Curie. Da hat sie doch einmal mit dem Fatman auf eine Blähfliege geschossen. Das war doch mal so, meine ich. So, wie laden wir das Gewehr jetzt nach? Aha. Sollen wir alles reinpacken und zufällig gucken, was passiert oder uns überraschen lassen? Oder sollen wir jetzt... Moment mal. Ja, was machen wir denn da jetzt? Lässt das Ziel flüchten. Ich glaube, wir nehmen erstmal die Pax-Spritze, oder? Beruhigt das Ziel für 30 Sekunden. Da könnten witzige Sachen bei rauskommen. Naja, da haben wir 2 Möglichkeiten. 2-mal treffen können wir damit. Ach so, nachladen brauchen wir jetzt nicht. Okay. Meine Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. Super Curie. Oh, wir haben noch etwas zu tun. Fällt mir gerade ein. Da könnten wir nämlich die Sachen hier lassen, wenn das nichts ist. Nämlich bei der Kleidung. Da haben wir uns doch hier erstmal den Helm geholt. Und wir haben die Rüstung des Einsatzgelehrten. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Und wir haben einen Rucksack. Hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Optisch gefällt mir das. Nur, liebe Welt da draußen, wenn wir das tragen... Wie man hier oben sieht, können wir nichts anderes tragen. Also es ist doch wieder nicht so gut, oder? Es sieht aber gut aus. So viele Taschen und alles da dran. Können wir die Lampe einschalten am Helm? Leider nicht, nein. Leider nicht. Ach, Curie, du mit diesem Helm? Nee, oder? Ja, wenn, dann müssten wir den auch noch verbessern.
Suchst du Stoff? Ach, hör mir doch auf. Lass mich. Was für eine Notfrequenz hören wir hier eigentlich? Ich weiß, wir haben da schon mal reingehört. Naja, wir werden es erfahren. In der nächsten Folge allerdings erst. Diese Folge ist nämlich vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.